Ist das die erhoffte Revolution? Seit Monaten gehen Iraner und Iranerinnen auf die Straße, kämpfen für ihre Freiheit. 14.000 Verhaftungen, fast 500 getötete Demonstranten waren die Folge. Jetzt die Nachricht, dass die strenge Sittenpolizei offenbar aufgelöst werden würde. Sittenpolizei, allein dieser Name und mehr noch, sogar das Kopftuchgebot soll wackeln. Aber ist das die Wahrheit oder ist das Staatspropaganda? Die iranischen Mullahs unter Druck wie nie. Und im Land überschlagen sich die Ereignisse. Laut des Generalstaatsanwalts der Mullah wird die Sittenpolizei offenbar aufgelöst. Mehr noch, auch das Kopftuchgebot wackelt. Hintergrund: Die brutale Sittenpolizei terrorisiert die Bürger, insbesondere Frauen im Land. Sie werden seit der Islamischen Revolution 1979 gezwungen, ihre Haare unter einem Kopftuch zu verstecken. Ein Etappensieg der Demonstranten auf dem Weg zu mehr Freiheit? Oder sind die Ankündigungen nur eine Falle? Aktivisten befürchten, dass es sich nur um Staatspropaganda handelt, um die Demonstranten ruhig zu stellen. Die Abschaffung der Sittenpolizei sei nie offiziell bestätigt worden. Dagegen sind sich andere Menschenrechtler sicher, dass das Mullah-Regime bereits geschwächt ist, es ein erster Schritt der Revolution ist. Konkret sind die Sittenwächter Auslöser der seit 2 Monaten andauernden systemkritischen Aufstände im Land. Mitte September verhaften sie die 22-jährige Mahsa Amini, weil unter ihrem Kopftuch ein paar Haarsträhnen hervorgeragt sein sollen. Amini stirbt wenige Tage später im Gewahrsam der Sittenpolizei. Seitdem protestieren im Iran Menschen gegen das islamische System und dessen Gesetze und Vorschriften. Und nicht nur dort, auf der ganzen Welt zeigen sich Menschen solidarisch, bewirkt der Protest Aufmerksamkeit. Aktivisten im Iran haben zu 9 landesweiten Protesten und Streik aufgerufen, sollen von Montag bis Mittwoch dauern und insbesondere das islamische System wirtschaftlich treffen. Mittlerweile sollen 470 Menschen bei den Protesten von den Sicherheitskräften getötet worden sein. Doch nun rudert das Regime offenbar zurück. Sprechen wir darüber bei uns im Studio, Bildreporterin Shami Haq. Shami, du recherchierst viel, gerade auch was gerade die Proteste im Iran angeht. Wir haben gehört, das Mullah-Regime ist geschwächt, die Sittenpolizei aufgelöst. Das scheint eher Staatspropaganda zu sein, beziehungsweise eine Falle. Was weißt du? Genau, ich glaube, das ist auch eine angebliche Desinformation und Propaganda von dem Regime. Und durch meine alle Recherche und alle diese Gespräche mit Aktivisten und Experten habe ich herausgefunden, es ist wahrscheinlich nur ein Trick. Und viele reden auch von Ablenkungsmanöver, weil es nächste 3 Tage landesweite Streiks gibt und die Mullahs wollen das zu beruhigen. Deswegen verbreiten sie diese Propaganda. Auch es gibt Aktivisten, sie glauben, doch, es ist schon ein Schritt, weil sie diskutieren gerade, es ist schon ein Schritt der Revolution. Also es gibt unterschiedliche Meinungen, aber diese Aussage kommt von einem Generalstaatsanwalt und der hat mit den Sittenpolizei nichts zu tun. Er ist nicht dafür zuständig und deswegen glaube ich, diese Quelle, es ist keine offizielle Aussage von der Regierung. Wenn es aber zumindest ein Schritt hin zu einer Revolution ist, würdest du sagen, es ist dann eine Revolution der Frauen und nicht der Männer? Es ist gerade eine Revolution der Frauen, Männer, Kinder, Teenager, alte Frauen, junge Frauen, alle. Weil alle sind einfach auf der Straße. Es ist eine sehr bunte Mischung auf der Straße, die Leute sind. 470 Menschen wurden getötet. Viele sind Männer, 60, über 60 sind und Kinder. Also es ist eine Revolution des iranischen Volks. Wir sehen die ganze Zeit diese Bilder und es ist richtig, die zu sehen. Teenager, die auch teilweise gefoltert und getötet wurden. Und umso mehr muss man die Menschen bewundern, dass sie trotzdem auf die Straße gehen. Wie weit, ja, vielleicht kann man diese Frage, muss man sie so stellen, wie weit gehen diese Menschen für ihre Freiheit? Also wie weit werden sie diese Proteste noch fortführen? Weil es ist ja wirklich einfach lebensgefährlich, dort auf die Straße zu gehen. Es sieht so aus, sie wollen weiterhin kämpfen bis zur Freiheit. Und sie sind schon auf dem Weg zur Freiheit. Sie haben ihr Leben riskiert. So viele Menschen sind gerade im Gefängnis. Also diese Leben sind nicht umsonst. Ich bin mir sicher, Freiheit kommt bald und der Iran wird frei. Dann hoffen wir das mal. Vielen Dank für diese Einordnung.